Was? Die wissen jetzt schon, dass Batman wie Superman floppen wird? Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt, denn hier ist Green und das sind unsere Themen. News: Ryan Reynolds verändert die Kinolandschaft, Hollywood ist sexistisch, Star Wars 8 geht los, Batman wie Superman fliegt wahrscheinlich auf die Fresse und Leo jagt den Oscar. Also so wie immer. Spotlight: Reporter, Kirche und Missbrauch. Und more of the same, where to invade next. Star Wars. Schon letzte Woche konnten wir euch berichten, dass Regisseur Rian Johnson, Daisy Ridley und auch John Boyega nicht die Füße stillhalten konnten und verkündet haben, dass die Dreharbeiten zu Star Wars Episode 8 angefangen haben. The Revenge of Emo Kylo Ren. Arbeitstitel. Und diese Woche gab es den ersten Announcement-Trailer zum Drehbeginn von Episode 8 und es fängt genau da an, wo Episode 7 aufgehört hat. Beautiful. Very Lonely Luke, The Beginning. Arbeitstitel. Wir wissen zwar immer noch nicht, wie es mit Rey, Finn, Poe etc. weitergeht, aber mittlerweile gibt es eine offizielle Castliste und während Harrison Ford, Peter Mayhew und Max von Sydow nicht dabei sein werden, können wir uns schon auf Neuzugang freuen. Denn Benicio del Toro, Laura Dern und Newcomerin Kelly Mary Tran sind jetzt an Bord und werden den Cast um einige bekannte Gesichter erweitern. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Rian Johnson daraus macht. Wie sind eure Erwartungen? Schreibt es mir in die Kommentare. Sexismus! Social Justice Tommy, yay! Sex sells! Das wissen wir bei Moviepilot, auch eine Menge von anderen YouTubern sind da nicht anders und Hollywood hat es uns vorgemacht. Der Produzent Ross Putman hat jetzt über den Twitter-Account FemScript Intros gezeigt, wie viel Wert darauf gelegt wird, dass auch ja alles sexy ist, und hat ein paar Skript-Intros, in denen Frauen vorgestellt werden, mit dem Internet geteilt. Um nicht die Filme im Voraus zu schädigen, hat er einfach alle Rollennamen mit Jane ersetzt, damit man auch bloß nicht erraten kann, welcher Film es ist. Dabei kam Folgendes heraus. Jane, 30, schön, aber sauer. Jane, 20, das Mädchen von nebenan mit den Fuck-Me-Eyes für ihn. Jane, Ende 20, sie sitzt über dem Mikroskop gebeugt, sie ist attraktiv, aber viel zu professionell, um sich um ihr Aussehen zu kümmern. Dead Character Development. Ernsthaft, mich wundert es, dass da nicht überall steht, Jane, in der Küche, aber ohne Höschen. Das Schlimme ist, die Liste geht ewig weiter und das sind alles aktuelle Skripts. Es gab einige Reaktionen von Schauspielerinnen, unter anderem von Mara Wilson. Yep, das kleine Mädchen aus Matilda, die daraufhin gesagt hat, dass das der Grund ist, warum sie mit den Schauspielern unter anderem aufgehört hat. Der Twitter-Account gewinnt immer mehr Follower und zeigt eine sehr verstörende Seite von Hollywood, denn eigentlich sollte man meinen, das sei ein schlechter Scherz. Schaut mal vorbei. Deadpool! Momentan bricht der Merc with the Mouth alle Rekorde und hat es sogar geschafft, einer der erfolgreichsten Superheldenfilme zu werden, wenn man nach dem Startwochenende geht. Guardians, Man of Steel und Captain America hat er hinter sich gelassen und lacht sich gerade wahrscheinlich ins Fäustchen. Und das trotz R-Rating. Respekt! Letzte Woche konnten wir euch ja berichten, dass Co-Star TJ Miller in einem Interview erzählt hat, dass es noch so viele Szenen gibt, die man nicht im Kino bestaunen konnte und dass es vermutlich einen Director's Cut geben wird. Das wurde jedoch vom Regisseur Tim Miller dementiert. Der ist nämlich völlig zufrieden mit der Kinofassung und sagt, dass alle entfallenen Szenen nur als Extra auf der DVD landen werden. Aber Deadpool hinterlässt dennoch Spuren in der Filmlandschaft. Denn wie gesagt, der Erfolg für Deadpool kam trotz oder wegen des R-Ratings. Und nun überlegt man sich auch andere Superheldenfilme brutaler werden zu lassen, nachdem es eigentlich immer hieß, dass PG-13 die meisten Kinogänger anlockt. Wie zum Beispiel Wolverine 3, denn vor kurzem erschien ein Bild von einer Toy Fair, das zeigt, dass man sich auch für den neuen Wolverine ein R-Rating überlegt hat. Das bedeutet noch nichts Fixes, aber es wäre schon mal cool, eine blutige und brutalere Variante der Wolverine-Story zu sehen. Also Fox, bleibt dabei. Und als wäre das noch nicht genug, scheint Ryan Reynolds aus seiner Deadpool-Rolle nicht mehr rauszukommen, denn er erst trifft er PewDiePie und dann führt er ein Interview mit Hugh Jackman, zu seinem neuen Film Eddie the Eagle und anscheinend ist zwischen den beiden noch nicht alles geklärt. Many actors enjoy performing their own stunts. Yes. Do you do all your own acting? If there's sex scenes, I do them. Yes. That's where the craft is. Yeah. Did you guys get any notes from the studio to sew Eddie's mouth shut? Make lasers shoot from his eyes? I didn't, but I thought it'd be a great idea. As a story, it totally makes sense. 100%. Always. 100%. Also, das wäre auf jeden Fall ein Film, den ich mir angucken würde. Oh, ihr Fanboys!
chillt. Es geht um Zahlen. Batman wie Superman Dawn of Justice ist einer der heiß erwartesten Filme in diesem Jahr und das auch zu Recht. Denn nicht nur ist das Budget mit 200 Millionen Dollar riesig, auch der Cast kann sich mit Henry Cavill, Ben Affleck und Jesse Eisenberg sehen lassen und kostet dementsprechend auch eine ganze Menge mehr. Und laut einer Analyse-Software besteht nur eine 32-prozentige Chance, dass der Film einen Minimumprofit von 7,3 Millionen Dollar machen wird. Das sieht wirklich nicht rosig aus. Hingegen hat Zumania eine Chance von 55%, eben diesen Profit zu erreichen. Allein weil er deutlich weniger gekostet hat. Aber generell scheinen die kommenden Filme laut der Software keine hohen Chancen zu haben, profitabel zu werden. Die Software ermittelt dabei verschiedene Komponenten. Welches Genre es hat, in welchen Monat es anfängt, wie die Jahre davor ausgesehen haben, wie die Jahre gestiegen sind, wie die Inflationsrate ist, etc. etc. Also hohe Mathematik. Warcraft liegt bei 39% und The Boss, ein Comedy-Film mit Melissa McCarthy und Kristen Bell, liegt bei nur schlappen 25%. Das Problem mit solchen Vorhersagen ist, es schwächt natürlich die Bereitschaft für Investoren, in solche Filme zu investieren, sollten sie sich bewahrheiten. Drücken wir also die Daumen. Schließlich haben uns schon andere Filme trotz schlechter Vorhersagen vom Gegenteil überzeugt. Star Wars. Glaubt ihr an solche Analysen? Werdet ihr euch Batman wie Superman anschauen? Schreibt es mir in die Kommentare. Leonardo DiCaprio delivers an Oscar-worthy performance. And if he doesn't win, he will probably lose his fucking mind. Ach ja, der gute alte Leo. Immer dasselbe Spiel mit ihm. Apropos Spiel, was geht eigentlich bei den Games? Hannes! Noch mehr Fallout! Lange haben wir uns gedulden müssen, aber jetzt macht Bethesda endlich den Mund auf. Die ersten DLCs zu Fallout 4 wurden angekündigt und versprechen damit neuen Spaß im Ödland. Bisher sind 3 Add-ons bekannt, weitere sollen aber noch folgen. In Automatron können wir ab März unseren eigenen Roboter bauen und ihn mit verschiedenen Mods ausstatten. Im April kommt dann Wasteland Workshop, was mehr Optionen Siedlungsbau ermöglicht. Beispielsweise Käfige für gefangene Monster. Mit Far Harbor kommt dann im Mai endlich auch ein erster Story-DLC auf den Markt, der uns nach einer verschwundenen Frau suchen lässt. Die DLCs haben aber auch einen Nachteil. Der Season Pass wird teurer. Vorher waren es 30 Euro und ab 1. März dann 50. Immer ist irgendwo ein Haken. Dark Souls! Dass Dark Souls bockschwer ist, brauchen wir euch sicherlich nicht zu erzählen. So deftig der Schwierigkeitsgrad aber auch ist, unmöglich ist er auf keinen Fall. Ein Stream hat sich daher seine eigene Herausforderung geschaffen und seine Zuschauer beeindruckt. The Happy Hobbit hat es nämlich geschafft, Dark Souls durchzuspielen, ohne auch nur ein einziges Mal von einem Gegner getroffen zu werden. Und dann braucht er für das ganze Spiel auch einfach nur 4,5 Stunden. Für diesen sogenannten No-Hit-Run braucht es natürlich auch keine Rüstung, also stürzte er sich mehr oder weniger nackt ins Abenteuer. Ach, und ich komme ohne Treffer nicht mal durchs Hauptmenü. Oscar! Oscar! Bald ist es wieder soweit und die diesjährigen Oscars werden verliehen. Und wie es scheint, hat Leonardo DiCaprio endlich einmal realistische Chancen, die Trophäe mit nach Hause zu nehmen. Oder es wird endgültig zum Running Gag, dass Leo bei den Oscars leer ausgeht. Sein Schicksal könnt ihr nun selbst bestimmen. In Leos Red Carpet Rampage spielen wir den Revenant-Star und steuern ihn über den roten Teppich. Wir sammeln Emmys und Golden Globes ein, müssen Lady Gaga ausweichen und dürfen uns beim wortwörtlichen Oscar-Rennen nicht überholen lassen. Das Ganze ist sehr witzig gemacht und ihr solltet euer Glück unbedingt versuchen. Lasst es uns wissen, falls ihr den Oscar geholt habt. Tja, der gute Batz ist nicht da, was für mich bedeutet, dass ich mehr Zeit habe, ins Kino zu gehen. Was diese Woche alles so kommt, das seht ihr jetzt, denn hier sind die Starts der Woche. Wenn ein Priester einem armen Jungen aus einer armen Familie Beachtung schenkt, ist das eine große Sache. Wie kann man Gott etwas abschlagen? Spotlight? Ich hatte einen Tipp. Denkst du, er hat etwas? Ich will weiterkommen. Konzentrieren wir uns auf die Institution. Zeigen Sie mir, dass das von ganz oben kam. Investigative Recherchen, die sich Zeit nehmen, sind heutzutage ja eher die Ausnahme. Aber ab und zu passiert es eben doch. Das Spotlight-Team des Boston Globes nahm sich ein Jahr Zeit, um die skandalösen Vertuschungen des Kindesmissbrauchs der katholischen Kirche aufzuklären und gewann dafür den Pulitzerpreis. Die Verfilmung ist immerhin für den Oscar zum besten Film des Jahres nominiert. Die Kritiker waren auf jeden Fall schon begeistert und vergeben 8 Punkte im Schnitt. Keine Kriegsgefangenen mehr. Unbelievable. Is this the great big penis competition? I love this. I would have ketchup on everything. Michael Moore, denn wir haben Probleme, die keine Armee lösen kann. Michael Moore ist seit einigen Jahren ja nicht unumstritten, doch die provokante Frage, wo sollen wir als nächstes einfallen, konnte die Kritiker wieder etwas versöhnen. Unterhaltsamer als in seinen letzten Filmen reist er durch die Welt, um herauszufinden, warum andere Länder vieles besser hinbekommen als die Vereinigten Staaten. Objektiv ist das Ganze wahrscheinlich wieder nicht, dafür unbekümmert optimistischer als in seinen letzten Werken. Die Kritiker spendieren dafür immerhin 6,5 Punkte im Schnitt. Wenn ihr mehr von mir auf einem anderen Channel sehen wollt, dann schaut doch mal bei Information vorbei. Da rede ich nämlich mit 3 anderen Freunden über verschiedene Themen in popkulturellen Bereichen. Dieser Monat ist zum Beispiel der Monat der Liebe mit dem Hashtag Love. Und jetzt schaut ihr noch weiter, und zwar haben wir passend zum 30. Jubiläum eine Faktenflut zu The Legend of Zelda.
Da klickt ihr jetzt noch drauf, verteilt uns überall, wo es wichtig ist, also Twitter, Facebook, von mir aus WhatsApp, mit eurer Oma, mit eurer Tante, mit euren Eltern, ist mir völlig egal. Wir sehen uns nächste Woche, bis dahin checks, flex und relax und viel Spaß im Dunkeln. Ihr habt immer noch nicht draufgeklickt. Was soll das?